Hallo und somit herzlich willkommen bei Mini Motorways. Ich habe das Spiel schon mal auf YouTube gesehen und fand es eigentlich recht interessant, um es mal anzuspielen. Von daher starten wir gleich mal mit Los Angeles. Manage die verschlungenen Verkehrswege von Kaliforniens Metropole. So gesagt, ich habe das Tutorial gerade schon mal gespielt, also weiß ich so in etwa, was mich hier erwartet. Von daher legen wir los und bauen uns ein Netzwerk auf. Ist es wahrscheinlich noch recht langweilig, da nicht viel passiert. Aber ich glaube, es könnte recht schnell stressig werden. Und jetzt heißt es halt einfach mal warten. Bis etwas passiert. Passiert wie das hier. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Santa Monica Bay und Los Angeles River. Eine Brücke haben wir hier. Gut, Woche 1 geschafft. Welches Upgrade willst du für dein Netz? 2 Ampeln und 20 Straßen oder Kreisverkehr und 20 Straßen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal eine Ampel. Ich weiß, Ampeln sind eigentlich bei diesem Spiel recht, wie soll ich sagen, schlecht geschätzt. Aber laut einem Update sollten sie eigentlich besser sein als ganz am Anfang. Von daher glaube ich das einfach mal. Und sehe dann, was das Ganze bewirkt. Und wie ich auch schon etwas weiß, ist es am besten eigentlich, wenn man die Farben separat hält. So wie ich es jetzt gerade hier mache. Um möglichst ein Verkehrschaos zu umgehen. Und das sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Wenn uns nichts in den Strich spielt, natürlich. Aber das werden wir sehen. Woche 2 geschafft. Jetzt nehmen wir einfach mal einen Kreisverkehr, so zur Absicherung. Wie man sieht, zoomt das Spiel gerade raus. Also sprich, haben wir jetzt eine größere Spielfläche bekommen. Ja doch, geht nicht anders. Lassen wir das so. Auch anders machen. Das hier oben sind die Punkte, schon 88. Und jetzt hat sich hier gerade ein Shop vergrößert. Also sprich, wird er hier schneller voll mit den Punkten. Und daher müssten wir auch mehr Fahrzeuge dahin bringen, damit das Ganze hier nicht überlastet.
Aber bis jetzt sieht es noch machbar aus. Eine Brücke wäre das nächste Mal wieder toll, weil wir hier ja einen Fluss haben. Wenn jetzt hier etwas spawnt und hier drüben auch von der gleichen Farbe, haben wir ein kleines Problem. Dann müssen wir hier die Brücke abreißen, damit wir hier rüberkommen. Genau. Genau das, was jetzt natürlich der Fall ist. Ja, okay, gut. Wir bekommen gerade eine Brücke. Das spielt uns natürlich sehr in die Karten. Allerdings könnte hier ein zweites Tor gebaut werden. Mit einer anderen Farbe. Was dann das Ganze natürlich wieder etwas komplizierter macht. Und ob hier ein Haus genügt, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber wird uns wohl die Zeit zeigen. Wenn hier gelb noch hinkommt, wäre das natürlich sehr praktisch. Errungenschaft freigeschaltet, Tourist in Los Angeles. Finde ich gut. Ein rotes Haus. Reichen hier die zwei? Vielleicht wäre es besser, hier eine Autobahn dazwischen zu bauen. Könnten wir mal versuchen. Zumindest so. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Fahrzeuge. Nein, 5 Häuser. Shit. Ich bin out auf Brücken. Die hier müssen wir abreißen. Sonst wird das hier nichts. Und hier kommt schon der Timer, shit. So, gleich kommt schon der Timer. Jetzt müssen wir hier warten, bis die Autos wieder zurück sind. Ja, nice. Fängt gut an. Sonst müssen wir halt so außen rumgehen. Das gelbe Haus lasse ich jetzt einfach mal im Stich. Sollte uns jetzt erstmal nicht viel kümmern. Okay, gar nicht gut. Wenn hier schon... eine Autobahn für sich haben. Rot sieht recht gut aus mit diesen Häusern hier. Woche 6. Eine Brücke ist praktisch und gut. Jetzt haben wir zwei Brücken. Hier ist jetzt noch Gelb dazu gekommen. Können wir das so hier verbinden? Okay, die hier oben sind natürlich etwas doof. Da könnten wir jetzt eine Autobahn gebrauchen. Haben wir aber leider nicht. Hey. Nope. Ich glaube, schräg ist besser wegen der
Kurve. Sieht es jetzt machbar aus? Hier natürlich auch sehr schön zu wohnen unter der Autobahn. Tja, kann ich nichts dafür. Mittwoch. Bis jetzt läuft alles gut. Können wir etwas vorspulen? Hier tummeln sich die Punkte etwas. Aber bis jetzt kein Problem in Sicht. Okay. Das ist jetzt doof. So sollte hier... Ja, nee. Vielleicht ist es auch das größte Verkehrschaos. Mal schauen. Das ist jetzt wirklich hier doof. Das heißt, wir müssen jetzt grün mit hier einbinden. Oder irgendwo kommt noch ein Haus dazu. Ja gut. Das nützt uns nichts. Können wir die drei hier für hier unten nehmen? Dann lösche ich hier die Straßen mal weg. Und mache eine Anbindung hier rüber. Und dann hier eine Brücke quer rüber bis hier. Und hier vielleicht noch eine Ampel dazwischen. Nee. So. Sollte es eigentlich besser sein? So. Okay, das ist gut. Brücke oder Highway haben wir beides nicht. Mit dem Highway könnten wir natürlich etwas schummeln, falls wir eine Brücke brauchen. Okay, warte. 1, 2, 3 Häuser für hier drüben. Das müssen wir hier kurz etwas disponieren. Okay, 3 Häuser sollten, glaube ich, reichen. 1, 2. Hier plus warte, habe ich den Motor, habe ich den Highway jetzt hier gelöscht oder nicht? Ja doch, ich glaube eigentlich. So, dann können wir hier die drei kurz verbinden. Und dann von hier ein Highway nach hier runtersetzen. Vielleicht nicht ganz zum Eingang, dass ich sonst hier das Ganze stauen könnte. Dann machen wir das so. Dann sind hier 6 Häuser für diesen Shop hier verantwortlich. Könnten wir die eigentlich auch noch etwas besser gestalten? Hier ist noch ein gelbes Haus dazu gekommen. Die brauchen wir bisher gar noch nicht. Könnten wir hier rübernehmen? Woche 8.
Die Ampel hört sich gut an. Dann Errungenschaft freigeschaltet, die extra Meile. Diesen roten lassen wir jetzt mal hier im Stich, der interessiert uns gerade noch nicht. Hier ist noch ein grüner dazu gekommen. Und hier noch ein gelber, den wir irgendwie hier mit anschließen wollen. So. Okay, blau ist jetzt ein Problem. Hier gibt es nämlich jetzt schon ein Problem. Ich habe die Grünen nicht mehr angeschlossen. What? Was habe ich da jetzt gemacht? Hä? Shit. Irgendwie habe ich da was falsch gemacht. Rot. Grün. Ja, wir brauchen einen Highway. Denn jetzt müssen wir hier... Die blauen hier sind gerade auch ein Problem. Hier läuft ein Timer und hier läuft ein Timer. Das kommt gar nicht gut raus, wenn ich das jetzt so mache. Vielleicht reicht es noch, oder das ist jetzt schon mein Ende. Könnte möglich sein, irgendwie habe ich da was falsch angeschlossen. Und die blauen hier sind jetzt auch ein Problem. Von der hier drüben ist für nichts. Könnte ich hier anschließen, aber was bringt mir das? Wir haben zu wenig Blaue. Und ich habe kein Highway. Highway. Hier kommt eine Ampel hin und hier kommt eine Ampel hin. Kann man hier einen Kreisverkehr hinsetzen? Wäre machbar. Was für ein Chaos. Oh Mann, das wird gar nicht gut rauskommen. Jetzt muss Grün irgendwie schnell werden. Come on. Der Timer läuft. Der Timer läuft. Leute, kommt schon. Please. Das soll jetzt nicht schon das Ende sein. Go, 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 go. Auch hier oben, shit. Wir brauchen unbedingt einen Highway. No. Weg damit. Errungenschaft freigeschaltet. Oh shit. Okay, hier hat sich etwas beruhigt. Hier ist dafür wieder etwas angestiegen. Okay. Gut. Hält sich noch im Rahmen. Keine Straßen mehr. Shit. 730 Punkte. Wäre fürs erste Mal schon mal gar nicht so schlecht. Autobahn, wieso ist das? Okay, Autobahn und Autobahn ist besser. Denn jetzt können wir hier die Straße wieder löschen. Ja, ne, die brauchen wir. Aber dann können wir... Ne, das brauchen wir auch. Aber dann können wir die Grünen hiervon wegnehmen.
der Typ hier ist doof. Aber dann können wir hier die Grünen zusammenführen und hier einen Highway hinsetzen von hier nach ganz hier oben. Um die Grünen weg von dieser Straße zu bekommen, damit nur Blau darauf fährt. Die Gelben brauchen hier einen Anschluss. Grün bräuchten wir rein theoretisch auch. Was müssen wir denn hier doch noch hier oben setzen? Dann ist Grün und Blau auf dieser Straße. Ne, das kommt schlecht raus. Starte mal das Spiel wieder. Zu schauen, ob das alles hier so klappt. Wie es sollte. Okay, hier ist ein Timer. Die Roten sind hier ein Problem, vielleicht. No. Doch. No. Oh shit. Als nächstes brauchen die Brücke, dann könnte ich hier eine Verbindung machen. Dann müssen die hier nicht an der Ampel warten. Okay, Gelb wird jetzt natürlich ein Problem darstellen. Hier hast du einen Timer und hier hast du einen Timer. Bei Blau. Ja, okay, hier ist. Nee, doch. Hier ist nur ein einzig Blau angeschlossen. Was mache ich hier für ein Shit? Oh, jetzt habe ich zu wenig Straßen oder was? So. Gar nicht gut. Grün hätte eigentlich hier nicht so einen langen Weg. Ich glaube, ich muss den Harry hier abreißen. Und lasse Grün über die Straße hier fahren. Die könnte man noch hier anschließen. So. Nope. Und der bekommt hier eine extra Ausfahrt halt. Dann die Blauen müssen nach hier oben unbedingt. Ich glaube, der Timer macht uns jetzt fertig. So, direkte Anbindung an den Store. Sollte vielleicht hoffentlich irgendwie noch etwas bringen. Sieht allerdings aber nicht so aus. Shit. Das könnte jetzt unser Tod bedeuten. Holy moly. Ja, nee, was soll jetzt das für ein Scheiß?
bringst mir hier absolut gar nichts. Ich habe weder eine Brücke, sonst noch irgendwas. Ich müsste denn hier irgendwie hiermit anschließen, mit einer Kreuzung. Funktioniert. Gut. Keine Straßen mehr. Prima. Ist hier eine Ampel? Okay, hier geht gar keine Ampel hin. Das ist natürlich jetzt doof. Aber gut, dann lassen wir das jetzt mal. Und hoffen das Beste. Hier ist noch ein Grün gegeben. Achso, ja. Okay, hier hat sich's wieder etwas beruhigt. Sieht doch ganz... Oh shit, man sieht ja gar nicht meinen Mauszeiger. Oh shit. Naja, doof. In der nächsten Folge ändere ich das bestimmt. Oder kann man das im Flug ändern? Okay, geht wahrscheinlich gerade nicht. Sorry. Dann müssen wir kurz damit leben. Oder müsst ihr kurz damit leben? Okay, 30 Straßen sind verlockender. Machen gar nichts. Es ist natürlich doof eigentlich. Eine Brücke habe ich nicht. Die Brücke hier könnten wir natürlich weglassen. Dann wären die einfach hierfür zuständig. Was wahrscheinlich allerdings zu wenig Fahrzeuge sind. Wir müssten hier irgendwie einen Shortcut machen. Ja, vielleicht bringt es irgendwie so etwas, das Ganze hier zu entlasten. Die Roten hier nerven etwas, weil die einfach nichts machen. Könnten sie natürlich hier einbinden, aber ob das eine gute Idee ist, schwierig zu sagen. Dann könnten sie hier rüberfahren, um hier diesen Big Store noch zu managen. Hier wird es etwas eng. Hier auch.
zwei Errungenschaften, Los Angeles Pendler und Neuanfang. 1000 Punkte. Sieht doch bis jetzt ganz okay aus. Recht ein Chaos, kann man wahrscheinlich nicht wirklich verhindern. Aber es läuft, würde ich sagen. Okay, hier läuft es gar nicht. Hier ist ein riesen Verkehrschaos. Wir müssten blau umleiten. Okay, das ist sehr gut. Okay, blau müssten wir hierhin eigentlich bringen. Alle die blau hier. So eine gerade Kreuzung rüber. Könnte tödlich sein. Aber wir müssen hier blau von dieser Straße hier wegkriegen. Und rot fährt halt jetzt auch noch hier rüber. Was schlecht ist. Natürlich blau. Rot hier raus, außen rum. Rot kommt von dort oben. Vielleicht macht es das zwar nur noch schlimmer. Okay, das ist jetzt gar nicht gut, das hier. Die roten hier. Irgendwie so. Dass ich hier außen rumfahre. Das sieht alles kompliziert aus. Blau muss hier hin. Blau ist hier. Rot ist hier. Und Rot muss hier hin, aber auch hier hin. Es hat so gut angefangen und jetzt das Riesenchaos hier. Okay, hier oben ist einfach gar nichts mehr los. Wow. Wieso das bitte? Komisch. Die Häuser drum stehen alle fast still. Wir haben einfach zu viele hellblaue Häuser. Wenn ich das so sehe. Dann könnten wir eigentlich ein paar Forest weg. Hier beschaffen. Okay, Woche 12. Brücke oder 30 Straßen? 20 Straßen und Brücke hört sich gut an. Hier sieht es schlecht aus. Unten links. Blau mit Gelb und Rot gemischt. Das ist natürlich gar nicht gut.
Rot könnten wir vielleicht irgendwie hier umleiten. Dass Rot hier weg ist von dieser Straße. Und dann verbinden wir das hier so. Aber Rot muss auch hier nach unten kommen. Mal schauen, ob das irgendwie was bewirkt. Diesen... Ah, ich sehe den Mauszeiger gar nicht, sorry. Ja. Gut. Jetzt ist hellblau etwas hier im Eimer. Hellblau fährt auch oben rum. Von hier oben kommt was. Hä? Wofür habe ich diesen Highway gemacht? Der bringt ja absolut gar nichts. Hier hat es halt so viel hellblau. Wir müssen fast von hier einen Highway machen. Irgendwie nach hier drüben. Ne, warte, das ist glaube ich fast besser. Und 600 Punkte. Dann habe ich den hier unten links den Timer wegkriegen. Okay, hellblau wird auch wieder da oben. Jetzt ist kritisch. Dunkelblau läuft recht gut. Da haben wir recht viele Fahrzeuge, die einfach nur rumstehen. Schlauer so. Dann haben die hier eine gerade Zufuhr. Okay, Rot hier unten ist wieder kritisch. Weil sich hier alles staut. Doof. Da haben wir rein theoretisch eine gerade Straße. Okay, dieses Haus nehmen wir mal raus. Vielleicht bringt das was, dass hier eine Kreuzung weniger ist. Das Haus nehmen wir auch raus. Autobahnkreisverkehr. Autobahn hört sich besser an. Der rote hier oben ist eigentlich fast nicht bedient. Könnten hier nach unten nehmen. Damit wir hier rot etwas weniger belasten. Die Straße hier weniger belasten. Dann könnten wir schauen, dass rot sich um dieses hier, um dieses Haus hier kümmert. Dann können wir hier gelb eine andere Route nehmen lassen.
die schräge Kurve. Irgendwie so. So. Dann haben wir hier rot von hier oben und auch von hier drüben. Mega Spaghetti-Kreuzung. Los Angeles fahren. No, come on. Mal schauen, wie sich das so auswirkt. Hier haben wir einfach zu viel Verkehr, weil hier fährt noch rot durch. Weil ich hier jetzt die Autobahn nehmen. Was für eine Scheiße ist das bitte? Ich habe die hier hingebaut, nicht für rot. Die kommt von hier oben nach hier unten. What the hell? Das bricht uns das Genick. Die zwei haben fast immer einen Timer am Laufen. Rot sollte hier nicht durchfahren. Wieso nehmen die hier die Autobahn? Und wo kommen die überhaupt? Die kommt von hier oben. Ja, nee. So, hallo? Dann lieber so. Dann sollten die eigentlich nicht mehr dort durchfahren. Oh shit, vier Timer. Die Autobahn hier müssen wir anders anknüpfen. Fast eine gerade Straße hätten. Aber auf dem Wasser kann man bestimmt keine Brücke bauen. Aber so wäre es möglich. Hier oben sieht auch nicht gut aus. Hä, habe ich nicht gerade einen Highway genommen? War es eine Brücke? Nee. Shit. Das könnte es jetzt gewesen sein. Außer ich krieg da irgendwie noch was hin. Der hat einen Timer. Kann man irgendwie alles löschen? Wahrscheinlich bringt es zwar absolut gar nichts. Ich versuch's einfach mal. Und wo war denn das hier? War eigentlich gut genug. Das hier kann stehen bleiben. Ich könnte mir den hier mit einbeziehen. Dann brauchen wir weniger Straßen. Rot. Die drei Roten hier können auch hier rüber. Okay, vier Roten können auch hier rüberfahren. Das ist kein Problem. Dann brauchen die hier eine Abzweigung, um hier hinzukommen. Grün muss hier hin, aber auch hier hin.
Da könnten wir vielleicht etwas abkürzen, dass die hier zwei Straßen haben, um hier und hier hinzukommen. Blau hier oben, das ist ein Problem. Das ist gelb. Die grünen hier könnte man auch noch hier anschließen. Die hier soll eigentlich das hier unten schaffen können. Gelb. Das ist für blau, die Autobahn ist für blau. Ja, nee, bringt wahrscheinlich nichts mehr, wirklich. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Aber wir können es versuchen. Ja, nee, überall Timer, das wird nichts mehr. Holy shit! No, das ist unser Tod. We are fucked. Schaut euch das Getümmel hier unten an. Nee, das war's. Das war's. Holy shit. Hier. Badaboom. Baumfeld. Road Trip. Game over. Zu wenige Autos erreichten dieses Ziel rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 100 Tagen zusammen. 2253 Pendler waren in dieser Zeit auf den Straßen unterwegs. Fürs erste Mal eine recht gute Leistung, finde ich. Da kann man doch mal ein Foto machen. Finde ich gut. Da kann ich stolz darauf sein, auf diese Leistung fürs erste Mal vor allem. Und somit würde ich sagen, war es das für die erste Folge von Mini Motorways. Das nächste Mal schauen wir uns Peking an. Oh, ein Straßennetz mit dem Peking. Mit dem Pekings Millionenpendler pünktlich zur Arbeit kommen. 199.000 Punkte! Okay. Holy moly. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!